Ja, hallo Leute und schön, dass ihr alle da seid. Endlich habe ich es mal wieder geschafft, ein Video rauszubringen. Und zwar soll es heute darum gehen, wie ich ein kleines Schnitzmesser hergestellt habe. Wie ihr seht, ich hatte doch ein kleines Stückchen von einer Feile übrig. Aus dem vorderen Teil habe ich irgendwie Damast gemacht wahrscheinlich und das Stück mit der Angel blieb eben übrig. Ich dachte erst, die Angel reicht, aber ich habe dann doch noch ein Stückchen von der Feile ausgeschmiedet, hier mit Hilfe von meiner Schmiedeguillotine abgesetzt und dann eben zu einer recht langen Angel ausgezogen, was mit der Finne ganz gut ging. Und zwar war mein Plan, eine Klingenform zu haben, die keine runde Schneide hat, sondern also keine gebogene Schneide, sondern eben eine gerade Schneide und wo eben der Rücken gebogen ist. Was den Vorteil hat, dass die Schneide besonders gut kontrollierbar ist. Auch die Spitze ist sehr gut unter Kontrolle zu bringen mit der Hand. Und gerade weil das auch eine kleine Klinge ist, eignet sich dadurch sehr schön für präzise Schnitzarbeiten. Theoretisch zumindest, wenn man es kann. Ich kann es nicht, aber es macht ja nichts. Ich kann es ja noch immer lernen, falls ich denn mal etwas schnitzen will. Habe ich jetzt die Möglichkeit dazu, das mit einem besseren Messer zu machen, als mit meinem Opinel zum Beispiel, wo die Spitze eher rund und nach oben hochgezogen ist und dadurch eben schlecht zu kontrollieren ist. Die Klingenform habe ich relativ grob ausgearbeitet, allerdings trotzdem gut vorgeschmiedet, gerade auch den Anschliff, weil ich hatte nicht ganz so viel Material übrig mehr von der Feile. Allerdings habe ich dann einiges noch gefeilt. Die Schultern von der Klinge habe ich parallel gefeilt. Die Flächen und die Angel einmal abgefeilt, dass sie auch rechtwinklig zueinander sind und glatt. Und den Anschliff habe ich auf meiner Feilvorrichtung gemacht. Und dann mit einem Schleifstein von Hand geschliffen. Nach diesem groben Schliff habe ich das Ganze zweimal normalisiert und dann in Öl gehärtet. Das hat auch recht gut geklappt. Man hört es, diese Feile greift die Schneide nicht an und rutscht daran ab wie ein Glas. Ich habe es dann aus Faulheit angelassen in der Esse. Normalerweise besser wäre es, das im Backofen zu machen. Eine bzw. zweimal eine Stunde bei etwa 200 Grad kann man da empfehlen. Nach dem Anlassen und nach der Wärmebehandlung generell habe ich das Ganze dann mit Sandpapier auf eine schön hohe Körnung gebracht. Und dann ging es auch schon an den Griff. Da hatte ich hier eine ganz dünne Scheibe Akazienholz. Ich vermute zumindest, dass es Akazie ist. Ich habe das natürlich nicht gekauft, sondern eben irgendwo aus dem Garten oder von einem Freund oder so. Und die habe ich plan geschliffen und dann einen Klotz, ich glaube Mahagoniholz, jedenfalls ein schönes, dunkles, rotes, gleichmäßiges Holz, den ich von meinem Opa aus der Werkstatt hatte. Also Tropenhölzer würde ich mir sowieso niemals kaufen, weil ich das einfach nicht unterstützen möchte. Aber wenn ich die eben schon habe, dann benutze ich sie auch. Und ja, den habe ich eben zum Griff umgearbeitet und diese kleine Holzplatte als quasi Parierelement, naja, eher Deckelplatte des Griffes genutzt, um auch noch ein wenig Kontrast reinzubringen. Ich fand das einen ganz interessanten Ansatz. Normalerweise nimmt man für sowas Metall oder vielleicht Horn oder Knochen, vielleicht sogar im äußersten Fall Holz habe ich noch nie benutzt und deswegen habe ich das mal gemacht. Zur Befestigung ganz einfach ein großzügiges Loch gebohrt in den Griff, dass die Angel reinpasst, Epoxidharz angerührt und alles reingegossen, die obere Kante des Griffs vollgeschmiert mit dem Epoxidharz und die Holzplatte so draufgeklebt und zusammen mit der Klinge drin aushärten lassen. Das Ganze habe ich noch mit Schraubzwingen möglichst rechtwinklig und gerade alles fixiert, dass es nicht verrutscht. Das
Muss man nicht unbedingt machen. Ich habe nur 5 Minuten Epoxy, da hätte ich auch so lange warten und es festhalten können, aber so schien es mir sicherer zu sein. Ja, dann ging es nach 24 Stunden komplett aushärten. Nach 10 Minuten ist die Verarbeitungszeit vorbei, aber bearbeiten sollte man es erst, wenn es komplett ausgehärtet ist, meiner Meinung nach. Jedenfalls habe ich es dann nach 24 Stunden weiter bearbeitet, aus dem Klotz einen Griff geformt, hier mit meinem schönen Hobel. Und erst einmal alles rechtwinklig und passend zur Klinge gehobelt, denn ich hatte den Griff mit etwas Übermaß bemessen. Und ich wollte ihn nur so schmal haben, wie die Klinge auch hoch ist, damit das nicht hässlich aussieht und damit es auch besser in der Hand liegt. Ich wollte den Griff erst rund machen und habe dafür angefangen, es achteckig zu machen, genauso wie man es auch macht, wenn man etwas rund schmieden möchte. Hab dann allerdings, als es achteckig war, gesehen, dass es eigentlich sehr hübsch aussieht und habe diese achteckige Form dann so belassen und sie fein geschliffen, weil ich auch einfach mal etwas anderes machen wollte als einen ovalen und runden Griff. Die Ecken bzw. die Kanten sind nicht sehr scharf. Den Feinschliff habe ich mit etwas feiner Stahlwolle gemacht und geölt mit einem Leinöl, was mit Terpentinöl vermischt ist und dadurch tiefer einzieht. Das Schärfen mache ich bei meinen Messern, wenn möglich, erst ganz zum Schluss, weil man damit einfach am einfachsten vermeidet, dass man sich beim Bearbeiten des Messers schon schneidet. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, deswegen bin ich dazu übergegangen, das Messer erst dann wirklich zu schärfen, wenn der Griff auch dran ist. Und hier habe ich meinen schönen Schleifstein, meinen Wasserstein. Dreitausender Körnung und hier jetzt nochmal abziehen auf der 8000er Körnung und danach noch einmal kurz auf dem Leder, um den Grat zu entfernen und die Schneide nochmal zu polieren. Und ja, das Messer ist damit dann wirklich fertig. Und hier habe ich es einfach mal getestet an einem Stück Holz. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie scharf das ist, wie das schnitzt. Rasieren tut es, es schneidet Papier sehr schön. Und Holz, was es tun soll, schneidet es auch sehr schön und fein, kontrollierbar, wie man sehen kann. Es mangelt halt nur an meinen Fähigkeiten. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, das Messer gefällt euch und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir vielleicht ein Abo da, einen Kommentar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.